So, nachdem wir jetzt endlich durch dieses Dino-Gehege durch sind, Gott sei Dank, können wir hier weitergehen. Und bleiben hoffentlich mal eine Weile vor Dinos verschont. Das äußere Sanktum. Hier braucht man jetzt zwei Schlüssel für. Früher war einer nötig. Oh, er hat Hunger. Er auch etwas. Ja, ihr geht's noch. Aber sie kann auch schon mal was essen. So. Star Bread bringt ja nicht so viel. Oh, und eine Notiz nebenbei. Es fehlen immer noch 4 Peril-Notizen. Was schreibt Horum denn Neues? Der Berg wurde wieder von plötzlichen Erdstößen erschüttert. Es sieht so aus, als wäre ihr Ursprung unter meinen Füßen. Im Kern des Gebirges. Ich denke, ich komme näher an die Quelle, Thorum. Ja, da hat er nicht ganz unrecht, der gute Thorum. Die Erdbeben kommen von dort unten. Kein Knopf, kein Knopf. Oh, hier ist mal wieder so eine Wand. Was ist bitte das hier? Das hier müsste von oben runterfallen sein, hier irgendwo, oder? Wahrscheinlich. Oder ein Secret. Wieder zweimal Heilkraut. Pillared Hallway. Okay, hier brauchen wir jetzt das Schriftstück, das sie bei sich trägt. Das gibt mal an Reno hier. Also, hier ist der Ausgangspunkt, wo wir jetzt stehen. Also zweimal links. 1, 2. Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Hier fehlt die Decke. Hier kann man nach oben gucken. Und früher war das nur 2 breit. Wie ist denn das jetzt gemeint? Also zweimal links hatten wir jetzt. Jetzt einmal rechts. Dann wieder einmal links. Dann dreimal rechts. 1, 2, 3. Zweimal wieder links. Und wir sind wieder beim Ausgang. Okay. Dann wird wahrscheinlich, muss ich wahrscheinlich ganz rechts rum. Also gut. Also zweimal links. 1, 2. Dann einen rechts. Dann einen links. Dreimal rechts. 1, 2, 3. Und da war gerade ein Pfeil. Okay. Jetzt zweimal rechts. Jetzt zweimal links. So, das Ganze wiederholen. Also 1, 2. Das klang nach Spinne. Hä? Was war das jetzt? 1 rechts. Feuerelementare. 1 links. 1, 2, 3. Ah! Was zum... Und durch und Feuerelementar gleich um die Ecke. Dass ich da nicht mehr drehe. Gut, und da ist ein Goldschlüssel. Mal wieder einer. Da war ein sich wie verrückt drehendes Feuerelementar. Kisten. Fackel rausnehmen.
Schnecke. Und ein Feuerelementar. Ja, Friereigen, sehr schön. Und er hatte noch einen Schnörkelschlüssel, sehr gut. Stein. Mal wieder ein Stein. Schneckenstück. Ist sie mittlerweile zu schwer, das Schneckenstück? Ach nö, und die fliegenden Spinnen. Genau, die krank machen. Und angreifen. Aber dafür sterben sie schnell. Wenigstens etwas. Was verstecken sie hier? Buch der unendlichen Weisheit. 5 Skill Points. Okay, gucken wir mal. Er braucht nur noch ein Level up, dann hat er alles, was er braucht. Hier könnte er nochmal 8 Punkte drin vertragen, aber egal. Nein, er nicht. Er... Vielleicht sie. Sie könnte die 5 Punkte gut gebrauchen. Ein Punkt hier rein und die anderen 4 hier rein. Also ja. Und meine Eismagierin? Nö. Dann kriegt sie die Punkte. Also ein in Assassination. Obwohl, wir packen alle in Assassination, da kriegt sie nämlich nochmal 2 Stärke. Kann etwas mehr tragen. Ja. Macht etwas mehr Schaden beim Zuhauen. Das ist sehr gut. Und ab dann kriegt sie wieder in Dolche. Gut. Ach, nebenbei, sie kann mal wieder eine Fackel in die Hand nehmen. Dann sehen wir auch wieder ein bisschen mehr. So. Hier sind Sackgassen, das glaube ich irgendwie nicht so wirklich. Aber hier sind keine Schalter. Nur ein Heilkraut. Okay. Ha. Das hat eine Türe aufgemacht. Hierum waren wir schon. Ah, ich kann mir schon denken, welche Türe das geöffnet hat. Die hier, genau. Greaves of Valor. Plus 15 und wiegt weniger. Als Platten. Aha. Und ich höre Falltüren auf und zu gehen. Aber das ist ein Gebiet, in das wir erst nachher kommen. Ja, dann haben wir tatsächlich hier schon alles erkundet. Das hier war hier runter springen. Und das hier muss hier runter springen gewesen sein, ja. Okay. Der Oger taucht zum Glück nicht nochmal auf. Dann gucken wir uns mal kurz hier die Wand an. Ob hier irgendwo ein Knopf ist. Nein, und auch nicht. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Ornamentschlüssel, die beiden, die wir benötigen, um hier reinzukommen. Ja, das ist klar.
Der Altar ist neu. Kann ich da was drauflegen? Da hinten ist auf jeden Fall schon mal ein Teleporter. So, hier erstmal hier den Knopf, der die Dings wieder öffnet. Und hoch, zwei Feuerelementare. Und eingefroren. Und du bist auch eingefroren. Aber du hast weniger Schaden genommen als dein Freund. So, dafür bist du jetzt tot. Und die geben mir Erfahrungspunkte, ist mir gerade aufgefallen. Okay, gucken wir uns hier mal um. Hier ist die Sonne des Hasses. Und hier ist eine Nische. Seit wann ist hier eine Nische? Okay, hier ist die Sonne des Hasses. Okay, hier spawnen auch gleich zwei Feuerelementare. Die beim Westen will nicht einfrieren wollen. Was erwartet man aber von Feuerelementaren? Aua. So, jetzt bist du wenigstens eingefroren. So. Hier. Das ist der Knopf, der die Tür wieder aufmacht, gell? Ja. Und die Fackel brennt langsam aus, deswegen lassen wir die hier. Hier sind die Hände, die metzeln, und die Augen, die es überwachen. Was sind die Nischen da? Warum fehlen die Teleporter vor allem? Ist nur der eine hier aktiv? Kurz rasten, dass er ein bisschen sein Leben regeneriert und sie ihr Mana. Weil ich schätze mal, dass hier drin auch gleich zwei Feuerelementare kommen. Ja, hatte ich recht. Das war jetzt etwas Vorhersehbares. Ah! Wieso ist da ein Dino? Wieso zur Hölle ist ein Dino hier? Panik. Glück habe ich vorher geschlafen. Und hier müsste zu guter Letzt die drei antiken Wesen aus der Tiefe sein. Ja. Erstmal kurz in die Ecke verkriechen und schlafen. Okay, auf das mit dem Feuerelementar war ich vorbereitet, aber was hatte der Dino hier zu suchen? Und warum ist die Tür wieder zugegangen? Das war ja richtig fies. Okay. Ab durch den Teleporter. Und wir sind wieder hier vorne gelandet. Was steht auf dieser Schriftrolle? Enter, also betrete die Portale, um die Relikte zu beschwören. Opfere die Relikte, um das Portal zu betreten. Hm.
Ah, jetzt sind alle an. Also, wenn ich hier reintrete, dürfte ich einen Fire Talk kriegen. Und das muss dann wohl in die Nische. Nein. In die nicht. Wenn ich hier reingehe, geht das Portal auch raus und ich kriege einen Assassin's Dagger. Und wenn ich hier reingehe, kriege ich einen Spirit Mirror Pendant. Also dann gucken wir mal kurz. Hier ist die Säule des Hasses. Also kommt hier wahrscheinlich... Nein, kein Fire Talk rein. Hier kommt das Mirror Pendant rein. Okay. Legen wir mal wirklich alles da rein, wo wir es hergekriegt haben. Und das will ich jetzt noch kurz machen, auch wenn wir schon über der Zeit sind. Hier kam das her. Und der Dagger kam von hier oben. Nein, das ist schon mal falsch. Was steht hier drauf? Hier steht... drei antike... bla bla bla. Hände, die schlachten. Dann kommt hier wahrscheinlich der Dolch rein. Hier war die Sonne des Hasses. Und dann kommt wahrscheinlich das Mirror Pendant da rein, wo die drei antiken Heinis sind. Tatsache. Und das Portal ist wieder aktiv. Gut, aber bevor wir hier reinspringen, speichere ich erstmal wieder und erhole mich von der Aktion gerade. Also bis dann.